Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben beim letzten Mal mit... Oder war das schon beim vorletzten Mal? Naja, ich glaube, es war beim letzten Mal, dass wir mit Azazel es geschafft haben, Zalorm zu besiegen. Dann sind wir diesmal dran, mit Kain Blue Baby zu besiegen. Zumindest versuchen wir es. Ob wir es schaffen, ist eine andere Sache. Münzen! Arms Eye. Okay. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, was genau das jetzt war für ein Item. Moment mal, seid ihr Viecher nicht die, die explodieren? Nein, ihr seid nicht die, die explodieren. Schade, sonst hätte ich die nehmen können, um den blauen Stein da zu sprengen. Ach, plötzlich seid ihr doch die, die explodiert. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Na gut, mach ich so. Sammle ich aber erst gleich auf. Oh. Wenn wir jetzt gleich ein Book of Revelations finden, könnten wir... hier, kompletten Meatball bekommen. Beziehungsweise ich hoffe eher aufs komplette Bandage Boy, das... Bandage Boy. Bandage Girl. Meatball, das Achievement habe ich schon. Bandage Girl fehlt mir aber noch. Ups. So. Apropos Meatball und Bandage Girl, ich hatte auch mal überlegt, ein Let's Play dazu zu machen, habe ich dann aber irgendwie doch nicht. Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Irgendwie bescheuert, das jetzt einzusammeln. Egal. Habe ich nicht nachgedacht. Yep, genau deswegen war es bescheuert. Naja, ich riskiere den Schaden trotzdem. Das ist einfach nur bitter. Na gut. Dann halten wir uns hier auch nicht länger auf. Und zwischen direkt ab in die nächsten Ebene. Vielleicht mache ich irgendwann ein Meatball Let's Play. Muss ich mal schauen. Ich überlege sowieso, ob ich vielleicht es demnächst mal wieder mache, dass drei Let's Plays auf meinem Kanal kommen. Wo ich es ja mittlerweile hoffentlich mal wieder geschafft habe, zumindest zwei Let's Plays täglich zu machen. Ich sag hoffentlich, weil bis jetzt weiß ich noch nicht, wie lange ich es durchhalte. Yay! Ich mag das Item. Ups. Wollen wir gleich in die Arcade-Halle gehen? Naja, ich glaube, ich spare das Geld lieber. Oh. Oh. Ja. Ja, 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 ja. Ich liebe dieses Trinket. Das ist, glaube ich, von allen Trinkets mein Lieblingstrinket. Alles sehr gut. Den finde ich jetzt nicht so nützlich. Andererseits hätte ich den mitgenommen, könnten wir da unten in den Raum. Ich glaube, ich spiele doch mal kurz ein bisschen hier in der Hoffnung auf eine Bombe.
Weil, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir da vorhin einen blauen Stein, den wir nicht mitnehmen konnten. Yep. Genau, das wollte ich. Ja, mein Gedächtnis hat mich nicht getrügt. Aber dafür mobbt mich das Spiel. Gut. Gut. Kriege ich auch noch einen Schlüssel? Jetzt mobbt mich das Spiel doch echt, oder? Na gut. Entschuldigung angenommen. Na, komm. Okay. Was warst du? Ja, jetzt bekomme ich für jeden Stein, den ich sprenge, eine Münze. Aber Münzenmangel haben wir aktuell keinen. Komm, nehmen wir es mit. Wir können es uns leisten. Die beiden auch. Und dann kann ich jetzt wenigstens mal einen Riesenhaufen Geld spenden. Lassen wir es einfach mal laufen. Oh. Ja, das ist irgendwie immer so. Wenn man viel Geld hat, dann lässt einen das Ding nicht viel Geld spenden. Verschwenden wir noch mehr Zeit und spielen hier ein bisschen. Ach stimmt, als Kain hat man ja hier mehr Glück beim Spielen. Deswegen gewinne ich auch gerade die ganze Zeit. Mit dem zu spielen dauert genauso lange wie früher. Hauptpreis, den gewinne ich natürlich nicht. Naja, wenigstens haben wir jetzt gleich genug Schlüssel und Bomben, als dass wir, glaube ich, in den zukünftigen Ebenen immer in den Shop und so können. Ich spiele noch so lange, bis wir 50 haben. Ups, jetzt kann ich hier ein bisschen spielen. Nein, ich bleib beim Cancer. Ups. Wer kommt als nächstes? Ach, ihr. Und fertig. Will ich jetzt noch länger mit dem Dingsautomaten spielen? Ach komm, mach ich's. Wenn ich hier schon alle Automaten ausnutzen kann. Und tschüss. So. Wir haben jetzt zwar so viel Zeit hier auf der ersten Ebene verschwendet, dass wir eigentlich schon ziemlich sicher sein können, dass wir es nicht mehr in Bosworth schaffen, aber ist jetzt egal. Es geht mir jetzt gerade nicht um den Bosworth.
Und weiter geht's. Dritte Ebene und zwei Reihenherzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, starten unsere Runs in letzter Zeit immer wieder recht OP. Das Kreuz habe ich übrigens gesehen. Wir haben auch schon zwei Orbitals, eigentlich. Ja, dritter Orbital, das wäre glaube ich das Einzige, was ich jetzt noch sagen würde, dass diesen One nochmal eine Nummer OP'er machen würde. Gibt es von OP eine Steigerung? Keine Ahnung. Oder einfach ein bisschen mehr Damage, das wäre auch toll. Wenn wir jetzt gleich einen Mark finden würden, oder ein, ja, jetzt können wir sogar zwei mitnehmen. Ein Mark und ein Pact, das wäre toll. Oh, oder Mark und Core of Babylon. Oder Wurmstone, weil das jeden One-OP macht. Okay. Mich regt's nur auf, dass wir wirklich jetzt kaum was spenden konnten. Es ist die beschissenste Idee, die die Entwickler hatten, dass der Donation-Automat explodiert. Ich meine, wenn sie uns dazu bringen wollen, Geld zu spenden, um halt Items freizuschalten, dann sollen sie es auch uns lassen und nicht sagen, nee, wenn ihr mal ausnahmsweise genug Geld habt, um was zu spenden, dann dürft ihr nicht. Warum habe ich überhaupt schon wieder fast 99 Münzen? Ich kann mich nicht erinnern, dass sie immer so einfach zu finden waren. Oh. Da war ich unvorsichtig. Fahren wir erst links lang. Oh, Kompass ist gut. Dich könnte ich mitnehmen für Dings, wie heißt es denn? Für Satans Stils, aber ich verzichte. Also den Zollkonverter. Dafür ist er eigentlich ganz gut. Wir finden, glaube ich, sowieso genug Health-Ups. Zack. Zack. Wisst ihr, was ich ja bei dem Item hier gut finde, bei diesem Pop-Houses? Man wird irgendwie annehmen, oh nee, jetzt muss ich immer ganz nah an den Gegnern ranstehen. Muss man eigentlich gar nicht. Also klar, je näher man dran steht, desto mehr Schaden macht man. Aber selbst wenn man so weit weg steht wie möglich, machen die Tränen tatsächlich immer noch mehr Schaden, wie sie machen würden, wenn man das Item gar nicht mit hat. Ich glaube, wenn man sie mit der ganz kleinen Träne trifft, macht es 1,0 noch was so viel Schaden. Wenn man es mit ganz großen trifft, glaube ich, 2,5 mal so viel. Also klar, es lohnt sich näher dran zu stehen, aber man muss es jetzt nicht. Au. Früher fand ich, war Piep immer ein Bossgegner, der unmöglich zu machen war, ohne Schaden zu nehmen. Also klar, ich habe jetzt auch viel Schaden genommen, aber das war eigentlich eher, weil ich mich mehr als blöd angestellt habe. Das bezeichne ich als Mobbing.
Ich meine, es ist noch mehr Mobbing wäre es gewesen, wenn da jetzt irgendein sinnloses Item drin gewesen wäre, aber trotzdem. Da könnte sowas wie das Sacred Heart drin sein. Handy, hör auf zu vibrieren. Danke. Das hört man in der Aufnahme, das stört. Ups. Oh, den Kurs haben wir. Spoonbender. Oh, das wird ja immer besser. Jetzt bräuchten wir wirklich nur noch ein paar gute Devil- oder Angel-Deals. Kann man Angel-Deals sagen? Ich meine, eigentlich dealt man da ja nichts, man nimmt nur ein Geschenk entgegen. Naja. Ups. Ich sollte besser aufpassen. Ich meine, ich habe zwar zwei Orbitals, aber trotzdem immun bin ich jetzt nicht gerade damit. Oh. Warum gehe ich überhaupt hier lang? Ich sehe doch sowieso, dass da unten nichts ist. Ja, wir schaffen auch sowieso keinen Bossversperr, deswegen muss ich mich nicht beeilen. Ich lasse mich echt unnötig oft treffen. Wie gesagt, unnötig oft. Würde ich nicht so oft Seelenherzen finden? Wäre ich, glaube ich, recht schnell erledigt. Erst das ganze Feuer aus, danach gehe ich zum Bossgegner. Oho. Au. Das ist gut. Ich muss eigentlich nur aufpassen, dass ich mich halt nicht so oft treffen lasse. Leider lasse ich mich sehr oft treffen. Gehen wir erst da lang. Oh oh. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. So.
Dann schauen wir schnell da unten vorbei. Da ist sowieso nur noch ein Raum. Ups, die Taste wollte ich nicht drücken. Und dann... ja, gehen wir mal in die Hauptrichtung. Danke. Ist eigentlich auch ein gutes Item, aber kein Trinket ist so gut wie Cancer. Verdammt. Wie zur Hölle ist denn der Shop bitte schön platziert? Bisschen merkwürdig schon. Ach, den auch noch. Das ist, glaube ich, mit den Homing-Tiers lustig. Wobei, na, ich glaube, mit den Pop-Houses sind die Split-Shots eigentlich direkt weg. So gute Items im Shop drin sein. Und was krieg ich? Pay to win. Ich meine, gut, wir haben viele Münzen. Das wäre eigentlich... es wird sich vielleicht sogar lohnen, aber... nee. Ich bin kein Fan von dem Item. Dafür haben wir auch noch nicht genug Schaden. Hui, 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 hui. Ah. Nein, nein, nichts ist so gut wie Cancer. Nur weil ich das sage, das Spiel muss jetzt nicht gerade mir direkt den nervigsten Boss überhaupt entgegenschmeißen. War ich echt so schnell, dass ich den abbremsen kann? Scheint so. Schön, dass ich so viele Health-Ups bekomme. Trotzdem wäre es dann auch toll, wenn ich mal Devil-Deals bekomme, um die Health-Ups auszugeben. Oh. Da habe ich nicht auf dieses... Anziehteil geachtet. Ich stelle mich aber auch dämlich an. Geheimraum. Ich mag das Item nicht, aber... naja. Muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt nicht versehentlich in das Loch renne. Was wär's?
Na gut. Ach, muss ich wenigstens keine Angst haben, versehentlich eine Ebene zu überspringen. Habe ich da gerade einen Stein mit Kreuz gesehen? Beziehungsweise übersehen? Yep, habe ich. So langsam entwickle ich einen Blick dafür. Ja. Habe ich irgendwo ein Trinket in dieser Ebene liegen lassen? Ich weiß es gerade nicht. Du hast einfach ein... Was hast du gemacht? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Bin ich schon auf Marm-Ebene? Ja. Ich gehe nur schnell da hinten in den Challenge-Raum rein. So. Weiter geht's. Danke sehr. Sprengen wir dich noch in die Luft. Komm, bekämpfen wir sie mal vernünftig. Wir wollen Richtung Himmel gehen und fühlen uns immer noch von diesen Engelsräumen verarscht. Benutzen wir das kurz, um die anderen Viecher zu besiegen. Kann man unser Item hier mal nutzen. Ah, danke. Nicht danke. Du bist zumindest besser als die Box. Na gut. Oh, Arcade. Komm, spielen wir hier noch ein bisschen. Weil wir noch nicht den Dollar bekommen haben. Den Dollar kann man, glaube ich, sogar zweimal bekommen, oder? Ich hoffe gerade in erster Linie auf Schlüssel für die Chest-Ebene. Die Explosion hat... Ach so, da hat eine... Fallbombe gehabt, die ich nicht gesehen habe. Ach, was soll's. Gehen wir einfach weiter. Ich höre jetzt sogar auf, mich hier weiter umzusehen, sondern gehe direkt durch. Das ist, glaube ich, das Beste. Naja, wir können es ja mitnehmen.
Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg Richtung Boss. Ist aber auch komisch aufgebaut eben. Das ist immer der Vorteil, wenn man Kompass und Map hat. Dann hat man einfach so die ultimative unfaire Kombination. Am besten noch Blue Map dazu. Hallo. Und weiter geht's. Und auf zum Hart. So. Und ab Richtung Himmel. Vorher holen wir uns noch ein paar Seelenherzen mit. Oder auch nicht. Warum ausgerechnet jetzt? Na gut. Ja, auf zwei Kisten sage ich nicht nein. Ja, eigentlich sollte ich mit den Schlüsseln besser aufpassen. Ich meine, wir haben gleich die Chest-Ebene vor uns. Also nicht, dass wir die Items aus der Chest bräuchten, aber es ist einfach immer lustig, wenn man dann da noch die krassen Kombinationen zustande bekommt. Lehrer, ach so, da kamen wir glaube ich. Hallo. Eine Bombs-Archie-Pille wäre jetzt ganz nützlich. Ah, die auch. Da könnten zwar jetzt mehr Schlüssel rauskommen, aber nee. Am besten wäre es, wenn wir jetzt gleich in der Chest einfach einen Golden Key finden. Geht das überhaupt? Ja, der kann aus der Truhe kommen, glaube ich. Naja, danke für die Abkürzung, sage ich mal. Der Treffer war unnötig. Und los geht's. Den zuerst. Okay. Ich habe immer Probleme, mir zu merken, in welchen Ecken ich vor den Lasern sicher bin. Ich meine, wenn sie von oben links kommen, unten links, wenn sie von oben rechts kommen, unten rechts. Ich glaube, so war das. Ja. Naja. Isaac dürften wir geschafft haben. Und weiter geht's. Dich nehme ich mit.
Ja, dich nehme ich auch mit. Dich auch. Auf das andere verzichte ich. Ach, nehme es mit. Ach, wir haben Mulligan, sehe ich jetzt. Registriere ich jetzt erst. Okay, wir haben gewonnen. Auch noch so viele Schlüssel in der Chest zu haben, nützt einem übrigens wenig, wenn man keinen, wenn keine Kisten spawnen. Ich meine, du warst die Amnesia-Pille, oder? Ja. Eigentlich mit den drei Begleitern. Ich glaube, die sind unser größtes Glück gerade. Und tschüss. So, Cain's Eye, Golden God, Dead Boy, oh, Dead Boy, nicht schlecht. Und ja, ich glaube, damit haben wir fast alle Endings. Mega Satan wird noch fehlen, aber das ist doch etwas, das werde ich erst später antreten.